Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Birgit Böhm. Ich arbeite am Nexus-Institut und wir begleiten gemeinsam mit der Planergemeinschaft für Stadt und Raum, mit der Media Company, mit dem Liquid Democracy und der BSM den Erarbeitungsprozess der Leitlinien für Bürgerinnenbeteiligung an der Stadtentwicklung in Berlin. Deshalb freue ich mich besonders, dass Sie heute so zahlreich hierher gekommen sind und sich beteiligen wollen, dass Sie mitwirken wollen. Und ich möchte jetzt kurz auf zwei Fragen eingehen. Zum einen, was ist das überhaupt? Leitlinien für Bürgerinnenbeteiligung, also das, worüber wir heute Abend sprechen, das, worum es geht. Und dann zum zweiten, wie werden diese Leitlinien für Berlin erarbeitet? Leitlinien, das wird natürlich ein Text sein. Und dieser Text, der soll der Stadt, der soll allen Bürgerinnen, der Verwaltung und der Politik als Rahmen dienen für die Bürgerbeteiligung, die man als informelle Bürgerbeteiligung bezeichnet. Das heißt also Beteiligung, die weder gesetzlich vorgeschrieben noch gesetzlich geregelt ist. Und Leitlinien für Bürgerinnenbeteiligung sollen diese Beteiligung gestalten, verbindlicher gestalten. Sie sollen eine Orientierung bieten für uns alle. Und sie sollen Grundsätze enthalten, was ist uns wichtig in Zukunft für Bürgerinnenbeteiligung an der Stadtentwicklung. Ganz wichtig, sozusagen mit an oberster Stelle, steht damit die Transparenz. Das heißt, die Leitlinien sollen eine größere Transparenz darüber schaffen, zum Beispiel wann und wie über Vorhaben der Stadtentwicklung informiert wird, wer Beteiligung vorschlagen kann oder was mit den Ergebnissen passiert und wie man zum Beispiel Rückmeldung bekommt über die Aufnahme von Ergebnissen in Beteiligungsprojekten. Wenn Sie sich einmal Leitlinienbeispiele anschauen, Sie finden hier auch einige Beispiele als Kurzsteckbriefe ausgestellt. Sie finden sie auch online in der Langfassung. Wenn Sie sich die also anschauen, dann werden Sie sehen, dass Leitlinien, die es bisher in anderen Kommunen und Städten in einigen schon gibt, in anderen werden sie erst noch genau wie für Berlin erst erarbeitet, dass die eigentlich drei Sachen enthalten. Alle Leitlinien enthalten sowas wie Grundsätze, also Aussagen darüber, was ist uns besonders wichtig für die Bürgerinnenbeteiligung. Viele Leitlinien enthalten auch Instrumente, da geht es also um Ausführungen darüber, wie man denn erreichen kann, dass diese Grundsätze auch verwirklicht werden können. Und manche Leitlinien enthalten auch Methoden. Es gibt ja vielfältige Methoden im Bereich der Bürgerinnenbeteiligung, viele Methoden, die auch schon durchgeführt werden. Manche enthalten auch solche Beschreibungen. Alle Leitlinienbeispiele, wir kennen so um die 60 Kommunen und Städte, die sie entweder sich Leitlinien schon gegeben haben, dabei sind sie sich zu erarbeiten oder sie erproben, viele kleine Kommunen auch darunter. Alle Leitlinienbeispiele haben Grundsätze. Das heißt, es ist formuliert, was ist uns besonders wichtig, dann, wenn wir Bürgerinnenbeteiligung machen wollen, zum Beispiel frühzeitig zu informieren, zum Beispiel Klarheit darüber zu schaffen, wie der Gestaltungsspielraum ist, wie die Einflussmöglichkeiten sind in der Beteiligung oder auch ein Budget, also notwendige Mittel bereitzustellen, damit Beteiligung auch durchgeführt werden kann. Also Grundsätze, das ist wie Regeln, wie Qualitätsstandards, die man gerne in der Bürgerbeteiligung verwirklichen möchte. Einige Leitlinienbeispiele enthalten auch Instrumente. Wie können wir das also umsetzen, was uns wichtig ist? Und das ist zum Beispiel eine Anlaufstelle mit Ansprechpartnerinnen für Bürgerinnenbeteiligung zu schaffen, eine Vorhabenliste bereitzustellen, die Auskunft gibt über die Planungen, die vorgesehen sind. Oder auch zum Beispiel ein Gremium zu schaffen wie einen Beteiligungsbeirat, der dann in Konfliktfällen zum Beispiel auch vermitteln kann. Ja, wenige Leitlinienbeispiele enthalten auch Methodenbeschreibungen. Das hier ist ja auch eine Beteiligungsmethode, Bürgerwerkstatt. Es gibt Bürgerversammlungen, Bürgerkonferenzen, Bürgerausstellungen, vielfältige Methoden.
Und es gibt Leitlinienbeispiele, da werden einige dieser Methoden beschrieben oder sie enthalten Checklisten. Aber es ist so, dass die Bürgerinnenbeteiligung doch für jedes Projekt in der Regel auch individuell entworfen wird, auch konzipiert wird. Das heißt, manche Leitlinienbeispiele schreiben das auch vor. Sie sagen, es muss ein Beteiligungskonzept erarbeitet werden für jedes Vorhaben, in dem Bürgerbeteiligung stattfinden soll. Ja, soweit für diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal sich mit dem Thema befassen. Antwort auf die Frage, was sind eigentlich Leitlinien für Bürgerinnenbeteiligung? Und nun noch kurz zu der Frage, wie werden eigentlich die Berliner Leitlinien für Bürgerinnenbeteiligung an der Stadtentwicklung erarbeitet? Sie haben das schon kurz gehört. Es gibt ein Arbeitsgremium, viele der Mitglieder sind auch heute hier. 12 Bürgerinnen und Bürger und 12 Vertreterinnen aus Verwaltung und Politik sind in diesem Arbeitsgremium. Das trifft sich monatlich, es informiert sich, es diskutiert und es soll die Inhalte für den Leitlinienentwurf zusammenstellen, soll also die Inhalte erarbeiten und zwar im Austausch mit der Öffentlichkeit, also mit Ihnen und zwar so, dass das Arbeitsgremium dann einen Entwurf erarbeiten kann, der am Ende dem Abgeordnetenhaus vorgelegt werden kann. Das ist das Arbeitsgremium. Aber genauso wichtig ist natürlich die Rolle der Öffentlichkeit, sich einzubringen, sich zu beteiligen, die Vorschläge auch dem Arbeitsgremium mit auf den Weg zu geben, das, was Sie auch heute hier schon tun. Und das können Sie eben zum einen hier in diesen öffentlichen Werkstätten, die durchgeführt werden, aber auch online unter www.leitlinien-beteiligung.berlin.de. Die Seite wird Ihnen am Ende der Veranstaltung auch noch vorgestellt. Wenn Sie sich das Ganze so schematisch vorstellen als einen Prozess der Erarbeitung, dann können Sie sagen, es gibt so 4 Phasen, die vorgesehen sind. Eine erste Phase der Orientierung, in der dieses Arbeitsgremium sich auch gefunden hat, kennengelernt hat, sich eine Geschäftsordnung gegeben hat, sich auch uns zum Beispiel ausgesucht hat. Und jetzt beginnt die Phase der Grundlagenerarbeitung. Das Arbeitsgremium hat sich mit verschiedenen Leitlinienbeispielen auseinandergesetzt, die Sie hier auch sehen und die Sie auch online sehen können. Und es wird sich mit Beteiligungsprojektbeispielen auseinandersetzen und sich Grundlagen erarbeiten für diesen Entwurf und sich mit Ihren Vorschlägen und Anregungen auseinandersetzen. Dann wird es diesen Entwurf erarbeiten und diskutieren lassen und ihn schließlich am Ende ja quasi verfestigen, konsolidieren, sodass dann am Ende der Entwurf erarbeitet ist, der dem Abgeordnetenhaus vorgelegt wird. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe jetzt wieder an Frau Walz. Vielen Dank.